Euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Journey NFL 100. Zum 100. Geburtstag der NFL geht es jetzt per Zeitmaschine ins Jahr 1971 zurück. 3-Sterne-Herausforderung im Sonderspiel gewinnen. Wir kriegen einen Bonusstern, wenn wir keine Passspielzüge ansagen. Na, das wird ja mal interessant. Also, reines Laufen. Es geht gegen die Dallas Cowboys. Wir haben den Ball, wir haben einen ersten und 10 an der eigenen 40. Ja, die sind im dritten Quarter, liegen mit 7 Punkten hinten. Wir sind also die weißen Cowboys, wir spielen gegen die blauen Cowboys. Emmitt Smith mit dem Run. Boah, kann nicht getackelt werden, erst im zweiten Versuch. Kommt dann die 46-Yard-Linie. So, wir laufen weiter. Emmitt Smith, unser Running Back, Run durch die Mitte. Neues First Down. Der Ball ist an der 47-Yard-Linie. Was bin ich froh, dass ich ein so wirklich ausgewogenes und großes Running Back Portfolio im Roster habe. Emmitt Smith mit dem Run über die linke äußere Seite ist unterwegs. Immer noch unterwegs. Zwei schöne Moves von Emmitt Smith. Touchdown für die Cowboys. Es steht nur noch 9-10. So, und auch hier der Versuch der Two-Point-Conversion. Smith. Und, oh, das sieht gut aus. Gerade noch geschafft. So, wir haben ein 11-10. Also, wir haben das Spiel gedreht. Die Cowboys, meine Cowboys, führen. Aber hier ist natürlich noch Ewigkeiten zu spielen. Kick der Cowboys. An die 6-Yard-Linie der Return. Gestoppt an der 23-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die blauen Cowboys. Die übrigens keine Auszeiten zur Verfügung haben. So, wir bleiben in einer Man-to-Man-Coverage. Dak Prescott, der Quarterback. Zeke Elliott, der Running Back. Das ist schon was Großes. Was hier auf dem... Oh, was passiert denn hier? Tackle von Van Der Esch, aber da hätte Prescott niemals so weit kommen dürfen. Erster und 10 an der 37-Yard-Linie. Emmitt Smith mit einem Run. Oh, das ist ein Tackle for Loss. Van Der Esch gut aufgepasst. Zweiter und 15 an der 32-Yard-Linie. Jetzt wird's interessant. Und Amari Cooper kann den Ball aufgrund der Deckung von Mel Renfro nicht kontrollieren. Wir zwingen die Cowboys in einen dritten Versuch und 15 von der eigenen 32-Yard-Linie. Oh, Prescott will laufen, aber nicht mit Ed Tootall Jones. Vierter Versuch und 18. Die Cowboys müssen von der eigenen 28-Yard-Linie aus punten. Wir dürfen nur Rushing-Spielzüge hier im Spiel umsetzen. An der 20-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Deswegen wäre mir ein guter Return jetzt echt was wert. Ja, und Sanders, okay, sagt er sich, mache ich das. Kommt an die 31-Yard-Linie. Damit sind wir, na, 31er, das ist schon Field Goal Range, die wir hier haben. Das ist natürlich perfekt. Cowboys laufen weiter. Emmitt Smith mit dem Run. Wir sind unterwegs. Schöner Juke-Move. Und Emmitt Smith ist schon wieder in der Endzone. 31-Yard-Touchdown für die Cowboys. So, Two-Point-Conversion. Nehmen wir den Halfback-Dive. Lauf durch die Mitte über Emmitt Smith. Boah, da ist alles zu. Nein, keine Chance. 17-10. Der Spielstand. Die Cowboys wieder PT.
Es ist aber gut zu sehen, dass Dallas hier mit dem Laufspiel so dominant ist. Ball an die 4-Yard-Linie, der Return. Emmitt Smith ist unter, Zeke Elliott ist unterwegs. An die 23-Yard-Linie, die Offense der Cowboys kommt wieder aufs Feld. Wir bleiben in einer Man-to-Man-Coverage. Ball an der 23. Boah, Tackle for Loss. Keine Chance hier für Zeke Elliott nach vorne zu kommen und verliert 2 Yards. Zweiter Versuch und 12. Und bis dato ist von der starken Offense der Cowboys nichts zu sehen. Ja, und dann hat Emmitt Smith eine Lücke. Kriegt einen riesen Hit ab. Aber der hält den Ball fest. So, das ist ein 3. Versuch und 3. Die Cowboys brauchen ein First Down. Ball an der eigenen 30-Yard-Linie. Sie versuchen es mit dem Run und Emmitt. Und der arme Zeke Elliott hat keine Chance. 4. Versuch und 4. Der nächste Punt der Cowboys. Und jetzt wird es zeitlich langsam echt eng. Denn wenn meine Cowboys noch so einen Drive hinlegen, dann wird es schwierig. Erst einmal sehen wir den Return von Deion Sanders. Und der gibt hier richtig Gas. Und das ist ein Punt-Return-Touchdown für die Cowboys. 74 Yards. Also spätestens jetzt wird es richtig schwierig für die blauen Cowboys. Two-Point-Conversion. Guter Block. 25 zu 10 der Spielstand. 15 Punkte Führung für die Cowboys. Ist immer noch ein Two-Score-Game. 6 Sekunden vor dem Ende des 3. Quarters. Der Kickoff der Cowboys an die 4-Yard-Linie. Elliott nimmt den Ball auf. Und wird gestoppt schon an der 19-Yard-Linie. Wir haben noch 2 Sekunden auf der Uhr vor dem Ende des 3. Quarters. Play Action. Das ist ein Sack. Auch die O-Line der Cowboys nicht wiederzuerkennen. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. 2. Versuch und 17. Ball an der eigenen 12-Yard-Linie. Wir haben 5 Minuten auf der Uhr im 4. Quarter. Incomplete Pass. 3. Versuch und lang. 3. und 17 jetzt für die Cowboys. Eigentlich ein guter Ball, aber ein bisschen zu weit geworfen von Prescott. Damit haben wir einen 4. Versuch und 17 von der eigenen 12-Yard-Linie. Und holla, die Cowboys spielen diesen. Wir gehen in eine Cover-4-Defense. 4. und 17 von der eigenen 12-Yard-Linie. Und das ist eine Interception durch Mel Renfro. Wenn er den Ball weggeschlagen hätte, wären wir an der 7- oder 8-Yard-Linie den Ballbesitz bekommen. Aber ein Pick ist ein Pick. Den nehme ich immer gerne mit. Tja, und wir laufen weiter. 4:49 noch zu spielen im Schlussviertel. Emmitt Smith testet jetzt wieder die Rushing Defense der Cowboys. 2. Versuch und 7. So ein Counterplay über die linke Seite von rechts. Zeigen die Cowboys einen Blitz an. Ah, der kommt auch relativ weit durch an die 34-Yard-Linie. Wir haben einen 3. Versuch und 2. Und jetzt müssen die blauen Cowboys die weißen Cowboys stoppen. Sonst ist, glaube ich, das Ding, es ist durch. First down an der 17-Yard-Linie. Der Ball ist in der Red Zone der Cowboys. 1. und 10. Und die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Es ist ja nicht nur der Score, auch die Uhr läuft gegen die blauen Cowboys. Emmitt Smith mit dem nächsten Run. Da ist kein Verteidiger. Es steht 31 zu 10. Und ich glaube, damit ist das Ding final durch. Der Extra Point. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich teste mal den Lauf über Cunningham.
Boah, der ist so schnell. 33 zu 10 der Spielstand. Komplett am Boden vernichten die weißen Cowboys, die blauen Cowboys. Reine Ground Attack. 3 Minuten 16 noch zu spielen. An der 4-Yard-Linie nimmt Elliott den Kickoff an. Boah, da kann er mal ein paar Tackle versuchen ausweichen. Kommt dadurch an die 27-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Und wir bleiben in der Man-to-Man-Coverage in aller Ruhe und ganz entspannt. Erster und 10. Prescott läuft selbst. Sanders mit dem Tackle. Das war gerade mal ein Yard Raumgewinn. Zweiter Versuch und 9. Oh ja, da kommt Prescott nicht aus der Pocket heraus. Dritter Versuch und 14. Wir nähern uns dem Two-Minute-Warning. Das sieht schon wieder nach dem Ende des Drives der Cowboys aus. Vollständiger Pass auf Jason Witten. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie hier im AT&T Stadium. Und die Cowboys geschlagen hat, schicken ihre Punt-Unit aufs Feld. Das Spiel ist für sie durch. Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen 20-Yard-Linie. Der Return. Gott, der ist schon wieder unterwegs. Sprintet hier die linke Seite entlang. Kommt an die 26-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für meine Cowboys. Und natürlich laufen wir weiter. Wir haben auch gar keine andere Wahl. Wir wollen ja den Bonusstern bekommen. Jetzt nehme ich aber mal schnell eine Auszeit. Habe ich hier eine RPO gewählt? Ich will hier nicht riskieren, dass hier auf einmal ein Passspielzug durchgeführt wird. Wir laufen ganz normal weiter. Emmitt Smith mit dem Run. Kommt an die 22-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 6. Ja, es war ein RPO, den wir eben hatten. So, lauf über die rechte Seite. Da zeigen die Cowboys sogar einen Blitz an. Wir laufen da trotzdem mal gnadenlos rein. Ah, das hätte sogar noch funktioniert, aber Sean Lee wird hier nicht gut genug geblockt. Dritter Versuch und 9. Lauf über die rechte Seite. Und die Cowboys holen hier ein First Down und mehr. Ball an der 3-Yard-Linie. So, die Uhr läuft weiter. Emmitt Smith mit dem Run. Zweite Touchdown für die Cowboys. Eieieiei. Ich glaube 39 zu 10 steht es mittlerweile. Versucht der Two-Point-Conversion. Haben wir auch einen passenden Laufspielzug. Emmitt Smith mit dem Run. Oh, da kommt er nicht in die Endzone. Bleibt beim 39 zu 10. Wir haben noch 31 Sekunden auf der Uhr. Wenn die Cowboys pfiffig sind, drücken sie Ezekiel Elliott den Ball in die Hand, lassen die Uhr runterlaufen und das Ding hier ist beendet. Denn für die blauen Cowboys, für die Heim-Cowboys ist das kein schönes Spiel. So, Pollard mit dem Return. Erster Versuch von 10 an der 22-Yard-Linie. Wir gehen jetzt in eine Cover 4. Erster Versuch und 10. Wir haben noch 28 Sekunden zu spielen. Vollständiger Pass. Da freuen wir uns doch alle drüber. Kommt mit dem Catch. Erster und 10. Incomplete Pass. Da waren es noch 6 Sekunden. Und jetzt der Versuch einer Hail Mary durch Dak Prescott. 2010. Der Ball in der Luft. Der ist gepickt. Das ist Mel Renfro. Und jetzt ist die Uhr runtergelaufen. Also dann, wir schlagen die Cowboys 39-10 durchgeführt. Und deswegen haben wir auch alle 4 Sterne geholt. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.